Moin, moin, meine lieben YouTube-Freunde. Wir machen weiter mit Wonderbox. Frostige Angelegenheit. Ach, warte mal kurz. Frostige Angelegenheiten. So rum. Und ja, Kapitel 6, Belagerung am Morgen. Und dann kommt Kapitel 7. Was steht da denn? Gar nichts. Erfahren wir erst zum Schluss. Genau, die letzten beiden Kapitel, die versuchen wir mal heute abzuarbeiten. Und ja, dann geht es eigentlich noch ans Eingemachte. Ich würde dann nochmal eine Folge machen, wo ich den Editor noch mal ein bisschen besser beschreibe. Aber wie gesagt, freut euch drauf, wir legen direkt los. Gespensterstimmung. Kann ich nicht rein? Da geht's raus. Huhu. Oh, hier sind Gegner. Hab ich Waffen? Ja, oh, ich hab Waffen. Hab ich nicht gesehen. Oh. Gut, hatte ich nicht gesehen, dass ich eine Waffe hatte und zu spät reagiert. So, ich glaube, wir sammeln sicherheitshalber mal alle Münzen ein. Man weiß ja nie, ob die nicht doch nochmal irgendwie gebraucht werden für später. Für irgendeinen fahrenden Händler. So, wie viele Wege gibt es? Es gibt nur diesen einen Weg, okay. Dann gehen wir da rein. Also dieses Rutschige hier ist auch schon ein bisschen fies. Da muss ein Herz, das ist gut. Wir bleiben hier stehen. Denn wir wollen nicht auf dem Eis. Ist für uns einfacher, so die Platz zu machen. So, komm her, du Ziegenbärt. Danke. Tschüss. Ärgerlich für dich, gut für mich. Oh, jetzt sind hier ein paar Gegner. Au. Ein Stecker. Oh, eine Karotte. Die nehmen wir mit. Schöne Karotte. Okay. Rutschige Angelegenheiten. Frostige Angelegenheiten und rutschige Angelegenheiten vor allen Dingen auch. Zoomen ein bisschen ran hier. Kleines Holz vor. Geh da rein. Ohne Gegner? Mit Gegner? Ich weiß nicht. Kann ich sehen. So. Okay, hier müssen wir wieder unsere Seele da lassen. Also wir fangen immer wieder direkt hier an. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, ich muss wirklich zu... Hä? Hier kann ich nicht rauskommen. Ich kann hier nicht mal was werfen. Okay, also hier können wir irgendwie nicht so viel machen. Kann das sein? Hä? Das finde ich jetzt ja komisch. Gibt es hier noch mehr Wege? Müssen wir kurz mal gucken. Nö, nee, es muss ja da weitergehen. Okay. Kann ich es vielleicht nur mit der Axt kaputt machen? Auch nicht. Was muss man denn hier machen? Kann ich die Karotte oben rüber rauswerfen? Kann ich auch nicht, ne? Nee. Hallöchen, was ist, was muss man denn hier machen? Ich brauche eine Dingssäge, wollte ich gerade sagen hier, aber es gibt ja keinen anderen Weg. Ich kann jetzt zurückgehen, das bringt mir ja nichts. Denn da soll ich ja nicht hin. Nee, es muss da weitergehen. Aber wie? Was ist das Geheimnis? W-
Warte, hier geht's auch noch einen Weg. Und ich erst den. Natürlich dumm von mir. Hier müssen noch mehr Gegner sein, da unten. Oh, der war ja dumm. Also für uns gut, aber für ihn war es dumm. So, Tür ist auf. War also recht einfach. Okay. Ah. Wir müssen, glaube ich, erstmal die oben platt machen. Okay, das ging eigentlich ganz gut. Warte mal. Nein, ich dachte, ich könnte ihn erwischen. Aber kann ich immer noch. Ah, blöder Hans Wilhelm. Mist. Okay, müssen wir. Das war natürlich doof. Aber hier gibt es wieder Leben, okay. Jetzt müssen wir unsere Seele wieder hier lassen. Oh. Oh! Ah. Oh! Oh, verdammte Axt. Okay, warte mal. Das ist aber machbar. Oh nein! Oh! Oh! Mist! Okay, ist auch platt. Er will mich doch unbedingt erwischen, der Typ. Wow! Da ist die Truhe gelandet. Die holen wir uns mal. Noch eine Karotte. Was kann ich denn mit Karotten machen? Kann ich die essen? Oder zielt jetzt Ablenkung? Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Okay, die kann ich auch kaputt machen, das finde ich gut. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite, wo wir gerade eben sozusagen nicht weitergekommen sind. Was bringt uns das? Ist die Frage. Wir müssen eigentlich runter und gar nicht hoch, sehe ich gerade. Aber wie kommen wir da runter? Kann ich irgendwie durchhauen? Nee? Man sieht, da unten müssen wir runter. Aber wie kommen wir da runter? Ah so, okay. Ich sehe aber nichts. Wenn jetzt Gegner komme ich platt. Okay. Ich brauche unbedingt Leben. Ich will mal kurz hier reingehen und gucken, ob da was ist. Ich habe aber Angst zu gucken, aber da ist nichts. Das ist, steht da nur drinne und macht eigentlich sozusagen gar nichts. Ah, nein.
Den habe ich natürlich nicht gesehen. Den Affen. Wir haben auch nicht mehr viel Leben jetzt. Hier nicht tot gehen, weil nur noch ein Leben, das ist das Problem. Oh, so. Hier sind wir immer ordentlich leben, das ist schon mal wichtig. Hier sind Seelenfänger. Ah, er kann auch hier rein? Das wusste ich nicht. Ah! Weg da, weg da, weg da! Weg, weg, weg! Oh, verdammt. Okay, aber schwierig ist das, glaube ich, nicht. Ich war bloß wieder unvorbereitet reingegangen. So. Platt. Platt und da rein. Oh Mann, ey. Das ist aber auch rutschig, ey. Klappt dir gar nicht. So, das sind also unsere Leute. Können wir alle befreien? Machen wir. Ich bitte dich, hilf uns direkt zurückzuholen. Bitteschön. Geschafft! Du hast das Herz des Abenteuers! 600 Punkte, wow! Yes! Leutnantinnenkopf. Oh Gott. So, schwindelnde Höhen. So, das ist das Letzte. Also auf jeden Fall das Letzte hier. Dann mal gucken, was da passiert. Wir sind friedliebende Leute, weißt du? Aber manchmal müssen wir uns wehren. Ich bitte dich, bring uns die Streitaxt zurück. Okay. Gibt nur den einen Weg? Ja. Gut, dann holen wir die Streitaxt. Versuchen wir zumindest. Okay, das war vielleicht gar nicht so clever, was ich da gemacht habe. Wo muss ich überhaupt hin? Da durch vielleicht einfach? Sieht schon besser aus. Na siehst du, du kommst auch zum Ziel. Oh, das ist wieder der Rauch des Todes. Da müssen wir rüberschwingen, sehe ich gerade. Da ist noch ein Bogen. Wie cool ist das denn? Gut. Nein! Muss schneller sein. What? Stopp. Jetzt bin ich hier. Wo soll ich hin? Muss ich einmal rumschwingen? Ja, wahrscheinlich.
Sauber, 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 sauber. Zack. Wie sind wir? Um die Kurve schwingen ist schon gar nicht so leicht. Die Dinge müssen wir weg haben. Genau. Müssen wir rüberfliegen, ohne dass er uns erwischt. Daneben einmal gerutscht. Habt ihr es gesehen? Echt blöd. Und das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Das war auch richtig dumm. Richtig dumm, richtig dumm, richtig dumm. Was mache ich denn da? So. 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 Nochmal die ganze Kacke. Oh nein, ich rutsch da immer runter. Warum rutsche ich denn da runter? Was ist denn das für ein Blödsinn? Okay. Das war behindert. So. So, beide weg, geil. Geschafft. Also, das Stückchen zumindest. Echt jetzt? Komplett da rumflattern? Na gut. Probier's. Ging? So. Okay. Ja, dann vorbei. Achso, die zwei. Gibt da oben auch noch eine Tür? Na gut, wir gehen erstmal hier rein. Jetzt haben wir noch das Ding, wo wir mit nach oben flattern können. Das heißt, wir müssen den mal. Kann man das beides einsetzen? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Pass mal auf. Ah, okay, es geht aber. Gut, versuchen wir nochmal. Nein! Man muss wirklich. So. Kann man auch. Ich weiß nicht. Mann, wir müssen was auswählen. Ah, das geht auch, okay. Okay. Ist ja ganz cool, dass man alles benutzen kann, ne? Langsam, also. Das ist wirklich cool. Also, man kann wirklich alle Gerätschaften nutzen, die es hier so gibt. Okay. Also jetzt gehen wir bis an die Bergspitze, würde ich sagen. Oh, warte. Da müssen wir alle machen. Nein! Oh, wow!
Okay, was mache ich jetzt hier? Ich muss da hoch wahrscheinlich, ne? In die Richtung. Okay. Und jetzt darüber schweben. So. Jetzt wäre ich hier oben, wo wir gerade eben, oder wo ich gerade eben auch hin wollte. Wir fangen wieder unten an, ist auch blöd. Ja gut. Na, es geht nicht. Okay. Das war zu weit. Boah, es war blöd. Gib ich selber zu. Ah! Boah. Und da rutsche ich da runter. Das war so klar. Oh, Mist. Das ist echt schwer. Mal bestehen. Wow. Und da hinten jetzt auch noch hoch, ey. Okay. Hier ziehen sie jetzt echt alle Register, wa? Muss ich mal sagen. Wo muss ich jetzt hin? Da komme ich ja nicht hoch. Und da unten war ich ja schon. Ach, da drüben geht's weiter, okay. Puha. Alter, das Ding rettet einen ab und zu den Arsch hier, würde ich sagen. Nein! Wie dumm! Wie dumm war das denn? Na, das war auch dumm. Okay, scheiße, den ganzen Weg nochmal. Das war echt dumm. Nein! Oh! Alter! Das ist ja echt nervig. Das ist echt das letzte Level hier. Das macht mir echt so viel zu schaffen. Nervt schon. Boah. Mhm. Nochmal. Oh, was machst du denn da? Alter, jetzt fall ich nur runter. Warum kann ich den nicht da... Okay, warte mal. Haben wir gerade eben auch geschafft. Kann ja sein, dass ich es jetzt nicht mehr schaffe. So, warte mal. Ich drehe es mal ein bisschen. Es ist doch nicht euer Ernst. So. Wieso? Ich stehe da. Ich dachte, bin ich so blickdoof? Ja. Okay. Nein! Okay, das kann sich nur um Stunden handeln. Er ist auch hochgekommen. Muss ich nicht daran gehen hier?
Okay, das war wieder dumm. Na gut. Oh, ist das nicht euer Ernst? Wow, voll auf der Kante gelandet. Okay. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Auch hier oben. Alter, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir gleich wieder runterpurzeln, das war echt doof. Ich finde echt. Also gerade ist es echt schwierig, finde ich. So. Geschafft. Also, warte mal. Okay, warte mal, das machen wir anders. Die Kackschmetterlinge, aber wo kann ich da irgendwo? Doch, ne? Okay, das war jetzt nicht so schwer. Das sieht schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Oh! Boah! Ganz vorsichtig. Okay, wir müssen da irgendwie. Okay, wir sind zurück und da oben wieder rauf. Okay. Und dann darüber. Okay. Und dann da hoch vielleicht? Und dann darüber. Nein! Wir waren doch schon fast da drüben. Nein! Oh, bleib stehen. Okay. So. Stehen, danke. Oh, warte, warte, hier rüber. Okay, ein zweites Mal probieren es. Yes. Boah, jetzt müssen wir doch langsam auf der Spitze sein hier, oder nicht? Okay, das war dumm. Hä? Aber ich kann sagen, wir müssen drauf kommen. Aber jetzt wird's gemein einfach nur. Oh, da ist eine Tür. Lass uns mal reingehen. Unser Herz. Hä? Achso, warte. Okay, das war's, oder?
Wir haben es geschafft. Mein Gott, aber das muss ich zugeben, das Level war wirklich knifflig. Also vom, nicht vom Sinn her, aber von Geschicklichkeit her. Wirklich. Das Gerutsche, das ist schon hardcore. Bam, wir kriegen sogar noch eine Stufe. Waldläuferin-Kopf. Yeti-Kopf. Der Yeti sieht lustig aus. Auf den Gipfel der Welt zu klettern war ein beängstigendes Unterfangen und der Abenteurer entdeckt Spuren von vielen, die vor ihm kamen. Doch nur ein wahrer Held kann die Bewohner der Winterfestung entgegen aller Wahrscheinlichkeit unterstützen. Die Bewohner der Festung erfreuen sich an ihrem wiederhergestellten Zuhause und widmen sich wieder ihren alten, altgebrachten Bräuchen. Ihre Tore stehen anderen wohlgesinnten Abenteuern offen, die es wagen, sich den Herausforderungen des Berges zu stellen. So. Das war's. Jetzt müssen wir warten, bis dem Nächsten kommt. Ja, gucken wir nochmal. Aber wir können ja nochmal kurz hier reingehen, wenn wir schon mal dabei sind. Gucken, ob wir unser Männchen nochmal ein bisschen umbauen können. Also wie man sieht, kommen da noch relativ viele Köpfe oder man kann noch viele spielen zumindest. Aber hier, der Yeti-Kopf. Hallo. Und hier. Wir haben noch Yeti-Beine, ne? Der heißt das. Sieht so ein bisschen aus wie Prinz Eisenherz. Ein lässiger Typ. Gut. Ja, jetzt gibt es ja nur noch die Kampagnen, ne? Oder Mehrspieler. Wir machen mal eine Mehrspieler-Folge, aber nicht heute. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Habt einen schönen Abend und bis dahin. Tschüss.